So Leute, ich hatte euch willkommen zurück zu Blitzkrieg 3. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das jetzt hier nochmal gespielt. Offscreen halt auch, um irgendwie. Und ich habe dann jetzt nochmal oben die ganzen Dinge auch eingekommen, das Zusatzding geholt, aber trotzdem, man kriegt die Belohnung hier nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht ist die auch schon automatisch drin. Gut, was machen wir? Ich würde sagen, wir spielen Dünkirchen. Das ist, glaube ich, eine Nebenmission, ne? Kampf da, okay, wir haben 200 Punkte. Die Einheiten sind schon bereit oder was? Also wir kriegen ein Sturmgeschütz dazu. Okay, wir holen uns dann dazu, würde ich sagen, eine Infanterie. Ne, wir müssen hier so auswählen. Okay, wir sind ein bisschen gebunden. Ne, jetzt machen wir es noch einmal so. Wir dürfen wählen. So, dann machen wir das. Wir holen ein Sturmgeschütz. Wir holen eine Infanterie. Wir holen... holen einen Aufklärer. Jetzt habe ich noch 100 Punkte. Ein leichter Panzer. Wir machen das. Und machen... machen das. 10 Punkte zwar verschwendet, aber egal. Ich bin gut gefahren mit den Sturmgeschützen und ich bin denke, dass das auch ganz gut in die Taktik hinklappt. So. Neuer Auftrag. In der Villa werden unsere Soldaten festgehalten. Wir müssen sie befreien. Ja, ich habe was festgestellt. Infanterie und Aufklärungsfahrzeuge haben die gleiche Sicht. Also, das ist totaler Käse eigentlich. Ich habe jetzt da mal ein paar Tests halt auch gemacht. Ja, die dürfte mich eigentlich gar nicht sehen, weil... nee. Es ist für mich absolut totaler Käse. Dass die gleichen, Reichweite. Also du kannst hier kaum taktisch agieren, muss ich leider feststellen, weil du hast halt nicht wie bei Sattenzweig, wo du halt schleichen kannst halt auch, wo du dich halt auch an Stellungen ranpirschen kannst und so. Nee, da ist das Spiel hier absolut, kommt das Spiel hier nicht mal ran. Und das merke ich schon jetzt bei dieser Mission. Das ist ja echt katastrophal. Ich habe jetzt diese Mission hier ein paar Mal getestet, weil ich halt wissen wollte, wie geht das hier mit dem Schleichen, weil hier war das ganz gut. Ich habe dann hier die Stellungen entdeckt und da wollte ich mich einfach mal mit dem Infanterietrupp ran oder mit den Aufklärern daran wagen. Und also das ist ein Witz, dass mich solche Stellungen sehen. Das ist einfach lächerlich. Ja, das heißt, übersetzt gesagt, du hast hier gar keine richtige Tarnung und nix. Ich war hier in dem Wald und dann hatten, die haben mich, haben meinen Infanterietrupp hier entdeckt, der wo auch noch gelegen hat. Was gar keinen Sinn ergibt. Totaler Schwachsinn. Alles bereit. Totaler Schwachsinn. Ja, das macht wirklich, ja, das macht's wirklich zu einer Farce. Bomber ist bereit. Wie lauten die Befehle? Also ich brauche das hier jetzt mal momentan gar nicht zu räumen, weil es nichts bringt. Weil der hat die gleiche Sicht wie ich. Ist ja logisch, ne? Ist ja klar, ne? So ein Trupp hat die gleiche Sicht wie ich. Moment mal ganz kurz, was ist das jetzt? So. Elke sind unterwegs.
Ja, und hier ist er dann jetzt unsichtbar auf offenem Gelände. Sau logisch. Und hier, wenn ich hier im dichten Wald bin, ist es dann nicht unsichtbar. Also die Logik hier muss ich echt nicht verstehen, oder? Ja, also taktisch vorgehen bei dem Spiel kannst du vergessen. Tja, das ist halt echt kacke, ey. Erwartet, mache ich. Ja, guck dir's an. Warte auf Befehle. Ja, Kommandant. Infanterie erledigt. Und die Infanterie ist sowas von fucking schwach noch dazu. Das sieht man noch beim Gegner ja noch dazu halt auch. Ja, das ist halt echt schon... Es ist leider ein bisschen beschämend, ja. Kann ich vielleicht von hier oben darunter schießen? Bereit für den Kampf. Wir können ja mal gucken, ob ich von hier oben an die Stellung da rankomme. Ja, und er sieht mich von da oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er mich wirklich sieht. Ja, er sieht mich, aber er kann nichts machen. Alles, jawohl, Kommandant. Okay, dann versuchen wir mal was. Mann, also... Jawohl, Kommandant. Die haben eine richtige Hammerreichweite. Man könnte hier richtig geil so agieren, aber... Perfekt. Ja, sind unterwegs. Ja, die haben diese hammergeile Reichweite. Was? Ja. Fahr doch zurück! Vollidiot. Sind unterwegs. Wie lauten die Befehle? Befehl bestätigt. Warum fahr... Also, man sieht, dass hier was steht und der schießt aber jetzt nicht drauf. LKW einsatzbereit. Bestätigt. LKW bereit. Genau, verstanden. Sind unterwegs. Unser Panzer wurde zerstört. Ich sage ja, das ist taktisch ein Desaster. Du kannst hier echt taktisch nicht richtig agieren. Ey, das ist hier richtig übel. Na gut, da kann ich nichts gegen machen. Das ist halt einfach so... Das ist einfach schlecht.
Los, los, los! Jetzt müssen wir hier wie so im Kindergarten das Agieren machen. Kommandant? Das ist ja krass, die Infos sind ja teilweise besser erreicht, weil da ist ein Aufklärer. Willst du mich verarschen? Bestätigt. Infanterie erledigt. Kommandant? Ist hier noch irgendwas? Da ist auch noch was, ja, ich sehe es. Kann man aber... Kann sich aber jetzt mal erst erledigen, ist okay. So, ja, sag mir mal bitte, was hier ist. Ja, leider taktisch echt nicht viel zu machen hier, ne? Okay. Anforderungspunkte erhalten. Wir haben es geschafft, unsere Kameraden aus der Gefangenschaft zu befreien. Nun zurück an die Kreuzung. Es gibt Informationen darüber, dass dort bald eine Kolonne des Gegners vorbeikommen wird. Gute Neuigkeiten, wir haben einen britischen Panzer erbeutet. Auftrag erfüllt. Neuer Auftrag. Ihre Befehle? Kümmere mich drum. Anforderungspunkte erhalten. Die Kreuzung ist gesichert. Gehen wir hier hin. Hervorragende Position für die Organisation von Verteidigungsmaßnahmen. Wir können sie zum Aufbau einer Straßensperre gegen die sich auf dem Rückzug befindlichen Tommies nutzen. Wir haben unsere Position eingenommen. Übernehmen Sie das Kommando. Lasst uns Stellung beziehen und... So, ganz kurz, muss mal gucken, was holen wir hier. Aufklärung. Wir haben 150, dann würde ich sagen, wir kaufen uns hier ein... Für Aufklärung 50, okay. Das machen wir auch, Aufklärung 50, und dann kaufen wir uns für 100 einen Spähwagen. Zwei leichte Panzer. Auseinandersetzung mit Japanern. Mittelmäßig in allen Bereichen. Sollte direkte Auseinandersetzung mit Japanern oder schweren Panzern meiden. Mittelmäßig soll... Ja, dann würde ich sagen, dann holen wir noch 28. Wir könnten jetzt noch irgendwas für 42 holen. Dann holen wir den noch. Auf unsere Gäste warten. Okay. Verstärkung ist auf dem Weg. Sanität! Verstärkung ist eingetroffen. Ich bin verwundet. Ah. Jawohl. Machen Sie es einfach überall. Ich kümmere mich drum. Sonntag, danke. Wo ist meine Verstärkung? Ach, die kommt von hier. Ich dachte, die wäre wieder da unten. Wird sie wieder stehen? Kampfbereit. Alles klar. Unser Infanterie-Druck wurde vernichtet. Warte auf das Ziel. Unsere Einheiten werden beschossen. Hab ich ein Sturmgeschütz verloren? Oh nein, bitte nicht. Ich habe ein Sturmgeschütz verloren. Wie lauten die Befehle? Ja, anscheinend habe ich ein Sturmgeschütz verloren, oder? Ich weiß es nicht, aber ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass ich ein Sturmgeschütz verloren habe. Wo soll ich denn das verloren haben? Ne, da ist es. Ne, ich dachte so, das war hier gut geschützt. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Wir haben für genügend Wind gesorgt.
Ziehen wir uns nun zurück, solange ihre neuen Einheiten noch nicht da sind. Die Sturmgeschütze sind echt gut. Ja. Die kann man, könnte man noch gut mit agieren, aber ey, das taktisch ist aber hier richtig ein katastrophaler Wahnsinn, ey, was, boah, Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt welche Einheit die beste sichert. Ist es jetzt ein Aufklärer oder ist die Infanterie? Ich habe gemerkt, mit der Infanterie konnte ich teilweise besser aufklären als mit dem... So, was haben wir gekriegt? Zwei und einen von denen. Naja, ist okay. Boah, ey, das muss ich mir echt noch alles in Ruhe angucken. Ja, ihr seht's. Ich habe hier echt rumhantiert wie verrückt, weil ich das mit dieser Sicht nicht auf die... Weil ich das mit der Sicht hier permanent jetzt hier geprüft habe. Und, ja. Die ganze Zeit mit dieser Sicht geprüft und nicht dahinter gekommen, was da los ist. Ich habe jetzt keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass ich mit der Infanterie bessere Sicht habe als mit diesen Spähwagen. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt auf diesem Gelände da auch ändere. Besetzen Sie die Villa. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Okay, aber es war nicht zu meinem Nachteil. Nicht wirklich, ne? Nee. Aber, puh. Weil ich halt hier festgestellt habe, du kannst auch hier nichts zurücksetzen oder löschen oder irgendetwas, ne? Das kannst du auch nicht machen. Ja, also, es ist der helle Wahnsinn. Also, ich blick immer noch nicht durch mit diesen Aufklärungsdingern. Da blicke ich absolut immer noch nicht durch. Ja. Gut, ja, ich würde das dann auf jeden Fall zusammenschneiden. Ich würde die anderen Sachen, wo ich da probiert habe mit dem ganzen Einheitenkram da, das hole ich dann da raus und ja, das ärgert mich jetzt schon enorm. Was ich hier nicht verstehe, ist, warum ich hier einmal Sieg normal und so habe. Hab das einmal jetzt gespielt. Gut, ich habe das einmal angemacht zum Proben halt auch, ob es läuft. Vielleicht war das dann hier, aber da habe ich ja eigentlich nur die Tutorial-Mission gemacht. Vielleicht deswegen, keine Ahnung. Sieg hier. Hinter den Kirchen. Ich werde es, glaube ich, nochmal machen, damit ich die Villa dann besetzen kann. Aber nee, habe ich doch besetzt. Ist doch besetzt. Polen. Und hier. Ich habe doch die Villa besetzt, oder? Ne, ich glaube, da hat es mir angezeigt, dass ich die Villa nicht besetzt hatte. Ah, ist egal. Ich habe es geschafft. Es reicht. Es ist okay. Wir sehen es dann bei der nächsten Schlacht. Dann machen wir Beaumont und dann machen wir Arras dann. Dann haben wir dann Frankreich so durch. Okay, und dann gucken wir mal, was wir machen. Ob wir dann Russland oder ob wir dann... Ach, hier unten ist er nicht frei. Müssen wir, glaube ich, das da machen oder so. Gut, da sehen wir dann beim nächsten Mal. Das war's von dieser Schlacht. Bis dann und ciao.